Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Härterer Lockdown gefordert. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat diesbezüglich neue Gespräche zwischen Bund und Ländern Anfang kommender Woche in Aussicht gestellt. Auch der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Wolf warb in der Bild am Sonntag für einen befristeten bundesweiten harten Lockdown, um danach überall öffnen zu können. Das RKI meldete heute 17.176 Neuinfektionen. Das sind knapp 3.500 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist inzwischen auf knapp 130 gestiegen. Internationale Empörung über brutales Vorgehen der Militärs in Myanmar. Nachdem gestern mehr als 100 Menschen bei den Protesten ums Leben gekommen waren, verurteilten die Militärchefs von 12 Ländern, darunter auch Deutschland, die Gewalt gegen Zivilisten. Der UN-Sonderberichterstatter Andrews bezeichnete das Vorgehen als Massenmord. Auch heute sind wieder, wie hier im Süden des Landes, Menschen auf die Straße gegangen. Anschlag auf Kirche in Indonesien. Dabei sind mindestens 20 Menschen verletzt worden, unter ihnen Wachleute und Kirchgänger. Laut Polizei zündeten die zwei Selbstmordattentäter am Ende der Palmsonntagsmesse vor dem Gebäude einen Sprengsatz. Der Präsident des muslimisch geprägten Staates Widodo verurteilte die Tat scharf und rief zum Kampf gegen Terrorismus auf. Demonstrationen für mehr Klimaschutz. In Paris und anderen französischen Städten sind laut Organisatoren Zehntausende für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Sie werfen der Regierung vor, nicht genug gegen die Erderwärmung zu tun. Morgen will sich die französische Nationalversammlung mit einem geplanten Klimagesetz beschäftigen. Das Wetter. Am Montag in der Nordosthälfte erst viele Wolken und stellenweise noch etwas Regen, später häufiger Sonne. Im übrigen Land viel Sonne, vereinzelt lockere Wolken, Höchstwerte 10 bis 23 Grad.